25. November 2005. Die A31 bei Ochtrup. Hunderte Autofahrer stecken im Schneesturm fest. Wir sind dann nach vorne gegangen und haben dann gesehen, dass da eine Leitung auf der Fahrbahn lag. Eine Stromleitung. Mit 380.000 Volt. Ich sag, ja, sperren. Das ist für uns nicht bestimmbar, was da jetzt passiert. Die Polizei bittet die Verkehrsteilnehmer dringend, nicht aus ihren Fahrzeugen auszusteigen. Höchste Lebensgefahr. Alles aus der Nähe weg da. Aber dann kommt keiner mehr weg. Ein zweiter Strommast bricht unter der Last des Schnees zusammen. Die Menschen sind eingeschlossen zwischen Hochspannungsleitungen. Der Deutsche Wetterdienst warnt vor Schneefällen, Sturmböen und starken Schneeverwehungen. Am Morgen des 25. November ist der erste Schnee da. Es ist der Beginn der größten Energiekrise in der Geschichte der Bundesrepublik. Man hat sehr starken Schneefall gehabt. Nach einem November, der sehr warm begann, am 3. November hatten wir damals noch über 20 Grad in Nordrhein-Westfalen. Man war überhaupt noch nicht auf Winter eingestellt. Und genau über Nordrhein-Westfalen hat das Tief jetzt seine Front gelegt mit diesem Schneefall. Schon in der Nacht hatte es angefangen zu schneien. Der Schneefall nahm eigentlich so im Laufe des Morgens, so gegen 7:30, 8 Uhr, an deutlicher Intensität zu. Und alle waren begeistert vom Schneefall, weil ja sonst eigentlich hier in Vreen gar nicht so viel Schnee fällt. Er ist ideal für eine Schneeballschlacht. Auffällig matschig, wegen der Temperaturen um 0 Grad. So viel Schnee gab es im Münsterland schon seit vielen Jahren nicht mehr. Dieses Moment des Weißen, der Reinheit, der Freude, das hat ja alles mit Licht und Schnee reflektiert ja auch. Das ist ja etwas, was in der Tiefe der Seele die Menschen anspricht, dieses Weiß. Die Verkehrslage um kurz nach 8:30, jetzt waren es eben schon 113 Kilometer Stau auf den Autobahnen in Nordrhein-Westfalen. Grund ist natürlich die Eis- und Schneeglätte, die an vielen Stellen jedenfalls den Verkehr gefährdet. Aus dem Radio häuften sich so die Meldungen, dass eben halt auch starker Wind aufkam und dass es eben halt auch zu Schneeverwehung führen könnte. Der ungewöhnlich nasse Schnee ist extrem schwer. Ein Problem vor allem für die Hochspannungsleitungen. Die Schaltleitung Arnsberg sagte, dass wir mehrere Kurzschlüsse auf der Hattinger Steinhaus hatten. Ich bin dann da hingefahren, habe mir das angeguckt und sehe dann, dass dort Seiltanzen an den Leiterseilen war. Die Leiterseile springen wirklich mehrere Meter durcheinander und schlagen dann gegeneinander. Und wenn man dieses Schauspiel sich dann anschaut, dann kriegt man schon so Sorge, ob das wirklich alles hält. Auf den Straßen passieren schon am Vormittag hunderte Unfälle. Ich bin da immer ein bisschen schissig, gebe ich wohl zu. Hab ich da meinen Mann auch ein bisschen verrückt gemacht, habe gesagt, lass uns nicht so spät nach Hause fahren. Viele Autobahnen sind durch querstehende Lastwagen blockiert. Die Leitstelle der Polizei in Münster koordiniert die Einsätze von der Grenze Niedersachsens bis ins Ruhrgebiet. Das Kennzeichen ist negativ. Das erste war eigentlich etwas, was die Leitstelle von allen Seiten hörte. Es schneit, es schneit, es schneit, es wird immer mehr und es wird immer weniger an Verkehr möglich. An manchen Orten ist der Schnee schon 30 cm hoch. Nordrhein-Westfalen war damals Ende November 2005 die schneereichste Region Deutschlands. Viele sind noch mit Sommerreifen unterwegs. Und habe natürlich auch wirklich links und rechts die Autos im Graben gesehen und Blaulicht überall. Ich musste wirklich über abenteuerliche Wege fahren. Jeder hatte versucht, nach Hause zu kommen, so schnell wie möglich. Und das war auch teilweise sehr schwierig, weil viele Straßen hier im Kreis Steinfurt dann irgendwann gesperrt wurden. Und viele gar nicht mehr wussten, welche Straße kann ich jetzt noch nutzen, um irgendwie an meinen Ort zu kommen oder nach Hause zu kommen. 50 Kilometer Stau allein auf der A1. Sie wird gesperrt. Später auch die A30 und A31. In Ochtrup kommen die Schulbusse früher als sonst. Da kam eine Durchsage vom Direktor,
dass wir mal eben alle leise sein sollen und jetzt genau zuhören sollen. Dass halt der Kreis Steinfurt eine Unwetterwarnung bekommen hat, dass wir halt auf den schnellsten Weg nach Hause sollen. Von Westen zieht ein Schneesturm über das Münsterland. Bei Windgeschwindigkeiten von bis zu 70 Stundenkilometern liegt der Schnee fast waagerecht in der Luft. Im Kreis Borken hat sich ein Schulbus auf der vereisten Straße überschlagen. Alle Kinder bleiben unverletzt. In Ochtrup hat die damals 10-jährige Jenny nach der Sturmwarnung der Schulleitung den letzten Bus erwischt. Mit ihr 35 Kinder auf dem Weg nach Hause. Auf einmal rutschte der Bus, wo wir um eine Kurve gefahren sind, mit einer Seite in den Graben rein. Und der ganze Hinterteil war im Graben und er kam von allein nicht mehr raus. Da hat man schon Panik gekriegt. Ich habe Glück gehabt, ich saß vorne. Es saßen aber auch welche in den Hinteren rein. Die haben ganz schön waren schon am Schreien, weil sie Panik gehabt haben, dass der Bus komplett kippt. Das war ein richtig mieses Gefühl. Der Bus bleibt stecken. Weiter geht es nur zu Fuß. Angst habe ich in dem Moment schon gehabt. Deswegen bin ich auch, habe zumindest versucht, so schnell wie möglich zu laufen. Aber das ist nicht so leicht, wenn die Straßen glatt sind. Man hat sich natürlich auch noch die Bäume angeguckt, weil die Bäume hingen schon auf 7:30, wenn der ganze Schnee, was da drauf war. Das Laub war großteils noch an den Bäumen dran. Und in dem Moment kann sich da natürlich Schnee wunderbar verfangen. Das heißt, die Bäume haben eine unglaubliche Last. Dann kommt der Wind hinzu und das wirft so einen Baum tatsächlich möglicherweise aus der Bahn. 800 Unfälle werden am ersten Tag gemeldet. Viele wegen umgestürzter Bäume. Also ich kann mich daran erinnern, dass es eine Straße gibt, die von hier aus Richtung Stadtbahn führt und rechts und links stehen Bäume. Man konnte diese Straße kaum passieren, weil die Bäume von rechts und von links wie so ein Tunnel, ich sag mal, sich auf die Straße fast runtergebeugt haben und man gesagt hat, fährt man da noch durch oder fährt man da nicht durch? Das war schon etwas gespenstisch. Auch die Stromleitungen werden durch den Sturm belastet. Mittags kommt es zu ersten Stromausfällen. Der Wind war relativ heftig. Da fing plötzlich das Licht an zu flackern. Passiert ja wohl ab und zu, aber in der Regel ist sowas ja nach 1-2 Stunden wieder erledigt. Doch der Sturm wird immer stärker. Da wurden wir dann natürlich sofort hellhörig, weil wir ja auch für unsere Tiere da die Verantwortung haben. Antonius Berning hat 20.000 Hähnchen. Der Stall wird über eine Lüftung mit Sauerstoff versorgt. Ohne Strom würden die Tiere binnen weniger Stunden ersticken. Nachdem die Schneeflocken immer mehr ruhen, da kamen dann schon die Gedanken, was passiert heute noch? 16 Uhr. Bauer Berning kontrolliert die Lüftung im Hähnchenstall. Er schließt ein Notstromaggregat an, damit die Tiere auch bei einem Stromausfall Sauerstoff bekommen. Zuvor hatte Berning einen Notruf erreicht. Seine Frau und sein Sohn stecken mit dem Auto im Schnee fest. Als die Tiere versorgt sind, fährt er zu den Eingeschneiten auf einem nahegelegenen Hügel. Auch dort tobt der Schneesturm. Es war nicht nur am Schneien, es war auch unwahrscheinlich windig dabei. Zusammen mit Bernings Familie sind etwa 50 Autos vom Schnee eingeschlossen. Keiner kommt allein mehr weg. Man konnte auch aus diesen Autos die Leute nur von der windabgeschotteten Seite bergen. Wie ist denn die derzeitige Lage bei Ihnen jetzt auf der Autobahn? Also wir haben die der Steinfurter Krisenstab hat sich nach Rheine zurückgezogen. Hier gibt es noch Strom. Es war völlig klar, dass das ein Ereignis sein würde, was uns längere Zeit beschäftigen würde und was auch vor allen Dingen über eine einzelne Gemeinde hinausging. Wir wurden dann auch aufgeteilt und haben mit einem unserer Einsatzfahrzeuge versucht, in Richtung Autobahn zu fahren, und sind aber auf einem Feldweg stecken geblieben mit dem Fahrzeug, sodass uns ein Traktor
herausziehen musste. Teilweise sind die Autobahnen auch für die Hilfskräfte, für die Rettungskräfte nicht mehr zu befahren. Ich als Leiter des Krisenstabes habe dem Landrat dann empfohlen, Katastrophenalarm auszulösen, nachdem klar war, in welche Richtung sich das Ereignis entwickelt. Das größte Problem aber ist nicht der Schnee auf den Straßen. Was auch kurios war, dass sich die Hochspannungsmasten durchbogen und vor allen Dingen auch die Stromleitungen immer weiter Richtung Boden sich bewegten aufgrund der sich aufbauenden Eislast, bedingt durch den Wind und durch den Schnee- und Eisregen, der sich Eis wie so ein Panzer um die Stromleitung gelegt hatte. Ausgelegt sind die Kabel für einen 2 cm dicken Eismantel. Teilweise sind es schon 18 cm. An den Strommasten ist einfach Eis entstanden, hat dort sich ansetzen können. Und der Wind war so kraftvoll, dass immer wieder neues Eis sich an die Strommasten begeben hat. Dann wird die Leitung einfach nun mal, Physik, immer schwerer und schwerer. Und wenn dann die Last des Windes draufsteht, sich die Leitung ja auch vergrößert, dann sind natürlich alle Gewalten gegen die Leitung gerichtet. Das erste große Ereignis war dann im Raum Vreden. Dort war ein Erdsaal gerissen. Dort habe ich mehrere Kollegen hingeschickt, die sollten das fixieren. Und als ich die Info von dem bekommen habe, dass es unmöglich war, dass das Wetter so schlimm war, da kriegte ich so langsam das Gefühl, dass was Großes passieren könnte. Und dann bekam ich 10 Minuten später von ihm die Antwort, dass mehrere Mastdücken gebrochen werden. Sie fallen und reißen weitere mit sich. Dominoeffekt. Insgesamt stürzen 82 Maste um. Immer mehr Teile des Münsterlandes sind ohne Strom. 216 Züge kommen aus dem Takt. Aber die Verspätungen sind erst der Anfang. Also es begann erst mit der Strecke in Richtung Gronau, so ab Burgsteinfurt, dann verschwand das von der Bildfläche. Das heißt, wir kriegten keinen Kontakt mehr zu den Fahrdienstleitern. Wir kriegten auch keine Züge mehr, die von dort kommen sollten. Dann ging das aus Richtung Coesfeld eben los, dann irgendwann in Richtung Recklinghausen, Richtung Rheine. Und dann standen die Leute dann hier, wollten irgendwo nach Hause. Und es kristallisierte sich dann heraus, da läuft im Moment nichts. Noch einmal zur Information, zwischen Münster und Coesfeld stecken mehrere Züge fest. Die Bahn bittet dringend, dort nicht in weitere Züge zu steigen und am besten zu Hause zu bleiben. Zugausfälle, Rekordverspätungen. Und nördlich von Münster müssen die meisten Strecken komplett gesperrt werden. Erstmal war der Strom definitiv weg. Das führt ja dazu, dass die Signalanlagen alles nicht mehr funktionieren. Irgendwann funktioniert kein Bahnübergang mehr, keine Lautsprecheranlage, keine Beleuchtung am Bahnsteig mehr. Auch Fliegen ist zu gefährlich. Am Flughafen Münster-Osnabrück werden alle Flüge gestrichen. 17 Uhr, A31. Der Verkehr staut sich. Und keiner weiß warum. Wir sind dann nach vorne gegangen und haben dann gesehen, dass da eine Leitung auf der Fahrbahn lag. Eine Stromleitung. Haben dann versucht, über Funk erstmal mit der Leitstelle Kontakt aufzunehmen. Und dann sagten die uns, auf gar keinen Fall, höchste Lebensgefahr, alles aus der Nähe weg da. Ich sag, ja, sperren, das ist für uns nicht bestimmbar, was da jetzt passiert. Und er sagte, ich halte die Massen hier nicht auf, die bringen mich halb um. Die wollen hier durchfahren, die wollen nach Hause, die stehen jetzt schon mehrere Stunden hier auf der Autobahn. WDR 2 mit einer wirklich wichtigen Warnmeldung, also bitte genau zuhören. Vorsicht auf der A31 Bottrop-Meppen. Zwischen Heeg und Ochtrup-Nord besteht Gefahr durch eine Starkstromleitung auf der Fahrbahn. Die Polizei bittet die Verkehrsteilnehmer dringend, nicht aus ihren Fahrzeugen auszusteigen. Wir haben angeboten, dass wir dafür unterschreiben, dass wir auf eigene Gefahr unter dem Kabel durchfahren. Da das unser Auto ist, was wir beschädigen und nicht irgendjemand anders gefährden oder irgendwie fahren da durch, unterschreiben ihm das auf eigene Gefahr. Hat er nichts mit zu tun. Trotzdem nein. Wir haben nichts zu trinken, nichts zu essen und es ist schlimm. Wir sind seit heute Morgen 5 Uhr im Dienst, haben seit 5 Uhr auch keinerlei Verpflegung bekommen. Und wir haben das gleiche Problem auch und wir haben die Sache nun mal nicht. Und die Katastrophenschutzkräfte, Feuerwehren sind so permanent im Einsatz durch großflächige Stromausfälle und andere Notfälle, dass es da ein bisschen schleppend anläuft. Eine Familie war zum Beispiel dort, dessen Kind hatte volle Windeln. Und wir kriegten das dann auch mit.
dass die Familie da zwar eng umschlungen im Fahrzeug saß, aber denen einfach kalt war und dann mit dem Kind. Daraufhin haben wir dann mit dem LKW-Fahrer Rücksprache gehalten, ob es möglich sei, dass die Familie mit Kind bei ihm ins Führerhaus rein könnte. Die haben eine Standheizung, können das richtig schön muckelig warm da drin machen. Und der Fahrer sofort, na klar, wo sind die, sollen bei mir ins Führerhaus kommen. Die Familie ist dann auch sehr dankbar mit den Kleinkindern da rein und fragt dann ganz dezent, können wir dann auch wohl unser Kind hier wickeln? Ja, die Situation hier im Münsterland hat sich noch um einiges verschärft. Es ist insofern schlimmer geworden, als dass ein weiteres Starkstromkabel direkt auf die Autos gefallen ist. Wir waren ja selber quasi gefangen. Nämlich, es kam ja noch hinzu, nachdem wir von der Leitung vorne was wussten, dass dann kurz drauf die Leitung hinter uns auch runtergekommen war, dass wir also zwischen zwei Leitungen standen mit einem Pulk von geschätzten 200, 300 Fahrzeugen. Keiner mehr nach vorne und keiner mehr nach hinten raus konnte. Auch zu Fuß ja nicht. Und über dem ganzen Münsterland nimmt der Schneesturm noch an Geschwindigkeit zu. Ein Kollege von mir, den habe ich mehrere Stunden gar nicht mehr erreichen können. Er sagte mir nachher, ich sag, wo warst du denn? Und er sagte, ja, ich bin raus aus dem Auto, wollte rübergehen zum Mast, um mir das anzugucken, was da los war. Ist in einem Graben abgestürzt, der 2 Meter tief zugeschneit war. Er hatte den einfach nicht erkannt. Und er sagte, ich bin so froh, da wieder rausgekommen zu sein. Das war schon sehr, sehr dramatisch. Mit einer Familie nach draußen und es gibt einen großen Knall und eine große helle Stichflamme, kann man bald sagen. Und mit dem Schlag war unser Haus dunkel. Und so dunkel habe ich Frieden noch nie gesehen. Man fühlte sich wie am Nordkap, ich sag mal, in einem ganz einsamen Wald. Es war nur schwarz. Es war eine Angst, die also hochkam, die ich nicht kannte, weil es war so, es gab den Augenblick, wo man sagen kann, ist das noch beherrschbar? Die Bauern trifft es am härtesten. 2-mal am Tag muss Thomas Vier seine 70 Kühe melken. Das geht nur mit Maschinen. Aber der Strom ist weg, schon seit Stunden. Es war laut im Stall, ja, muss man schon sagen. Und die Tiere standen auch alle, oder der Großteil der Tiere stand dann auch alle. Die haben halt ihre festen Zeiten und die wissen auch genau, wann was passieren muss. Familie Rischer in Steinfurt beginnt zu der Zeit ihr traditionelles Rommi-Spiel. Und plötzlich ging dann das Licht aus. Ja, dann bin ich aufgestanden. Mama hat sein Feuerzeug angemacht. Mit dem Feuerzeug durch die Gegend geirrt. Da fiel mal hin und wieder mal irgendwie was um, wo ich gegengeballert bin. Aber ich habe den Stromkasten gefunden, aber es war alles oben, alles gut. Da sah ich aber, dass draußen die Lampen auch aus waren. Also konnte es hier bei mir im Haus nicht liegen. Stromausfall. Eigentlich eine Sache von Minuten. Normalerweise ist jede Stromleitung durch Umschaltung ersetzbar. Wir haben eigentlich beschlossen, so lange zu spielen, bis der Strom wieder da ist. Familie Pietrucha in Lahr ist seit dem frühen Nachmittag ohne Strom. Unser Jüngster ist durch jeden Raum gelaufen und hat festgestellt, hier ist auch kein Licht. Also dem war das natürlich total unverständlich, warum jetzt auf einmal kein Licht mehr ist, warum ist es nicht warm hier, warum haben wir kein warmes Wasser, warum tut es der Fernseher nicht, warum der Kassettenrekorder nicht funktioniert zum Einschlafen abends. Also es waren für die Kinder natürlich auch so Sachen, die ja schwierig zu vermitteln war. Und wir ja selber auch nicht wussten, was kommt jetzt noch, was passiert jetzt noch und wann bekommen wir wieder Strom. Schöppingen. Immer noch stecken Dutzende Menschen auf einem Hügel in ihren Autos fest. Nur mit dem Traktor können sie ins nächste Dorf gebracht werden. Wir sind um 5 Uhr sowas angefangen. Und ich würde sagen, so bis 1:30, 2 Uhr nachts.
Als er zu seinem Hof zurückkommt, liegt der Hähnchenstall im Dunkeln. Und je näher wir kamen, sahen wir, dass da durch das Fenster kein Licht mehr kam. Und sahen dann, dass unser Schlepper zwar lief, aber das Notstromaggregat wohl ausgefallen war. Ohne Strom keine Lüftung. Und dann haben wir mit den Schlepper so vor die Tür gestellt, dass wir da reinleuchten konnten. Und wir sahen nur tote Tiere. 20.000 Hähnchen, der Besitz der Familie, erstickt. Und die haben alle geholfen und ich habe keinen gefragt. Die haben alle ihre Schippe genommen und haben fleißig gearbeitet. Es hat keiner was gesagt. Auch während der ganzen Aktion, als wir diese toten Tiere herausgeholt haben, ich glaube nicht, dass da eine Handvoll Worte gefallen sind. Auf der anderen Seite haben wir uns immer daran hochgehalten, wir haben Menschen gerettet oder geholfen. Im Nachhinein kamen noch etliche Leute zu uns und haben sich nochmal bedankt. Und hatten dann zu der Zeit auch noch die Tränen in den Augen, dass sie dann eben gesagt haben, mein Gott, was hatten wir eine Not. Was hatten wir eine Not. Horstmar. Bauer Thomas IV wartet immer noch auf ein Notstromaggregat. Man fühlt mit den Tieren, will ich mal sagen. Man kann ja diesen Schmerz, den die dann haben, dieses pralle Euter, kann man ja durchaus nachvollziehen, wenn die stundenlang später erst gemolken werden. Und man, natürlich, es ist so, dass ein Landwirt halt mit seinen Tieren leidet in dem Moment. Der Schneesturm hat sich über dem Münsterland festgesetzt. Abends haben wir noch einen Anruf bekommen von meiner Schwiegermutter, die mich gewarnt hat, so nach dem Motto, wenn das losgeht heute Nacht, ruft auf jeden Fall einen Krankenwagen und Rettungshubschrauber und was weiß ich an. Ihr könnt da selber nicht mit dem Auto durchfahren. Hannelore Voss hat ihre Tasche gepackt. Wenn es losgeht, ist sie bereit. Ab 2:30 nachts merkte ich dann das erste Mal, dass da irgendwie ein Ziehen war. Bis zu 30 cm Neuschnee sind es inzwischen. 5 Uhr morgens, dann sagte mein Mann, ich gehe jetzt nach draußen und schaufel die Einfahrt frei und auch das Auto, dass wir überhaupt wegkamen. Also da wäre so nicht dran zu denken gewesen. Unter normalen Verhältnissen würde die Fahrt nur eine Viertelstunde dauern. Wir fuhren dann so Richtung Wettringen und kurz vor Wettringen stand in einer Kurve ein Milchwagen quer auf der Straße, der sich nicht vorwärts und nicht rückwärts bewegte. Was passiert, wenn wir nicht wegkommen? Im Auto gebären, das war für mich also wirklich ein Albtraum. Das wollte ich auf keinen Fall. Sie haben Glück. Es geht weiter. Und dann, als wir in Borkost ankamen, war Borkost ganz dunkel. Also überhaupt keine Lampe, nirgendwo, keine Ampel, gar nichts funktionierte. Und da habe ich Panik gekriegt. Dann habe ich gedacht, nein, das kann nicht wahr sein, dass die jetzt hier im Krankenhaus kein Licht haben. Dann kann ich ja mein Kind gar nicht bekommen. Es gibt zu wenige Notstromaggregate. Kaum jemand ist versorgt. Aber als wir zum Krankenhaus dann ankamen, da war das dann Gott sei Dank erleuchtet. Und dann ging es dann weiter. In den Morgenstunden des 26. November kommt Patrick zur Welt. Ja, so wurde er damals bei uns in Wettringen dann genannt. Das ist das Schneechaoskind. Zwei Uhr morgens. Immer noch stehen hunderte gestrandete Reisende in Münster am Hauptbahnhof. Es fährt kein Zug mehr. Und die Hotels sind voll. Dann war ja Feuerwehr angefragt, ob die nicht den Bunker hier unten, den Luftschutzbunker mal aufmachen könnten und dann wirklich mal für unsere gestrandeten Reisenden eben verwenden können. Noch nie ist der Atomschutzbunker aus dem Kalten Krieg geöffnet worden. Hier gibt es Platz für 2500 Menschen. In der Schneenacht kommen 120 Leute unter. Gerade die ganz Jungen, so unter 18, und die Älteren, so 60, 70 aufwärts, die eigentlich noch kritische Situationen, so aus dem Krieg, von ihrer persönlichen Flucht eben aus
den deutschen Ostgebieten und so kannten, die haben dann den Jungen erzählt, wie es dann damals war, nach dem Motto, bleib mal ganz ruhig, ist ja alles nicht so schlimm. Auf der A31 bei Ochtrup sind immer noch hunderte Autofahrer zwischen tiefhängenden Hochspannungsleitungen eingeschlossen. Einziger Ausweg? Die Seile durchtrennen. Eine Entscheidung mit weitreichenden Konsequenzen. Es ist die einzige Leitung, die die Stadt Ochtrup noch mit Strom versorgt. Krisensitzung bei RWE noch in der Nacht. Die Erkenntnis war da, dass Ochtrup vom Netz war, dass wir Mastumbrüche hatten nördlich von Ochtrup in Richtung Gronau und südlich Richtung Methelen. Da hatten wir eine ganze Zeit noch eine Strategie, ein Provisorium aufzubauen. Aber als dann weitere Masten umgebrochen sind, ist uns die Möglichkeit auch genommen worden. 3:30 Uhr nachts. Eine erste Bestandsaufnahme der Chaosnacht beim Steinfurter Krisenstab. 11 Gemeinden im Kreis sind ohne Strom. Im ganzen Münsterland sind es sogar 25. Insgesamt sitzen 250.000 Menschen in Kälte, Dunkelheit und Ungewissheit. Ich hatte am 25. direkt einen Hubschrauber geordert. Der konnte nur bei der Wetterlage ganz leider nicht zu uns kommen. Der kam aber dann am Samstag. Und dann haben wir uns mit Hilfe des Hubschraubers versucht, einen Überblick zu machen. Das Ausmaß hat uns dann wirklich auch schockiert. Das Wetter hörte ja nicht direkt am 26. auf, sondern es wurde dann sehr nebelig. Hubschrauber fliegt man auf Sicht und die Sicht trübte immer mehr ein. Wir konnten nicht weiterfliegen. Wir sind fast kollidiert mit einem Windrad, was wir im letzten Moment erkannt haben. Im gesamten Münsterland sind 82 Masten umgeknickt. Dominoeffekt. An einigen Trassen können provisorische Kabel am Boden verlegt werden. Aber bei Ochtrup helfen nur neue Masten. Der Stromweg kreuzt die Autobahn. Als wir dann das Ausmaß gegriffen hatten, haben wir gesagt, wir brauchen wohl bis Freitag. Bis Freitag können wir es schaffen. Aber nur, wenn alles wirklich funktioniert. Wir haben alles zu verfügbare Montagepersonal aus Deutschland herangezogen. Wir haben alle verfügbaren Materialien aus Deutschland herangezogen und nach Ochtrup geschafft. 6 Tage Zeit für Arbeiten, die sonst viele Wochen dauern. Und im ganzen Münsterland sind so viele Masten umgeknickt wie noch nirgendwo sonst. Bei Lahr ist eine Trasse auf 3 Kilometer Länge in sich zusammengebrochen. Familie Pietrucha hat die Masten von ihrem Wohnzimmer direkt im Blick. Ab Samstagnachmittag war hier regelrechter Strommassentourismus hier angesagt. Besonders interessant fand ich es, dass wir den Verkehr ja auf der Straße auch sehen konnten, die hier vorbeifuhren. Und als die Ersten dann im Auto immer die Strommasten entdeckt haben, wie die auf dem Boden lagen, also die Gesichter, das werde ich nie vergessen. Einer meiner Mitarbeiter hat mich angerufen aus Lahr, sagte, die sind hier aus dem Bus ausgestiegen, ich konnte die nicht aufhalten und sind über das Leitersaal marschiert. Wo wir sagten, das könnt ihr nicht machen, das ist lebensgefährlich. Die haben sich nicht aufhalten lassen. Die Strommasten sind zum Großteil mehr als 65 Jahre alt. Viele sind aus brüchigem Thomasstahl. Die Materialschwäche ist seit Jahren bekannt. RWE gerät in die Kritik. Von daher kam von der Konzernleitung dann die Mitteilung, Mittwochabend gehen wir wieder am Netz. Das war nicht das, was uns vorschwebte. Wir waren da auch nicht wirklich begeistert. Hat den Druck erhöht. Zunächst werden Bodenleitungen und provisorische Masten aufgebaut. Bei Minustemperaturen und eisigem Wind sind 400 Techniker im Einsatz. Tag und Nacht. Aus ganz Deutschland werden alle verfügbaren Facharbeiter und Maschinen ins Münsterland geholt. Kein Licht, keine Wärme. Eine 250.000 Menschen ist vom Stromnetz abgeschlossen. In Steinfurt sitzt Familie Rischer im Dunkeln. Ohne Strom gehen die elektrischen Rollladen ebenso wenig hoch wie das Garagentor. Brötchen sollte ich holen. Tja, ja gut, holst du Brötchen. Ist ja kein Problem, der Bäcker ist ja nicht weit von hier. Aber ich brauche nicht weit, kam mir schon einige entgegen. Hans, wo bist du denn?
Tja, Brötchen holen. Der Laden ist dicht. Wieso bin ich überhaupt losgegangen? Habe ich natürlich meiner Frau gesagt, als sie wieder da war. Wieso schickst du mich weg? Du, wenn wir keinen Stuhl haben, dann kann der auch keine Brötchen backen, oder? Eine Durchsage der Feuerwehr. Es gibt warme Mahlzeit, Kaffee und Tee. In der Ochtrupper Stadthalle haben die Malteser inzwischen eine zentrale Auffangstelle eingerichtet. Für alle, die ihre kalte Wohnung nicht mehr ertragen. Viele Häuser sind inzwischen auf 6 bis 8 Grad heruntergekühlt. Die Halle ist geheizt. Und es gibt warme Mahlzeiten. Die Leute kamen zunächst mal mit einer deprimierten Stimmung, aber in den Gesprächen hatte ich den Eindruck, alle gingen mit der Situation gut um. Es ist keine Panik ausgebrochen und es hat auch keiner irgendwie eine Notsituation gesehen. Wir haben hier auch mit den Kindern lebhafte Spiele erlebt mit unserer Malteserjugend. Für die Nacht werden Feldbetten in der geheizten Halle aufgestellt. Und dann ist da noch etwas, das es zu Hause ohne Strom nicht gibt. Informationen. Wir hatten hier den Fernseher eingestellt, und ich glaube mehrere Fernsehapparate, sodass man also hier auch Übertragung hörte. Wie geht's weiter? Mit dem Wetter wird es weiter schneien. Im WDR-Wetterstudio ist Sven Plöger. Ja, schönen guten Morgen, Susanne, erstmal. Wir haben noch mit weiterem Schneefall zu rechnen. Und das gilt auch für die kommende Nacht. Und das gilt auch dann weiter für den morgigen Sonntag, für den ersten Advent. Es hört nicht auf. Schon am Samstag, am Tag nach der Chaosnacht, ist klar, Ochtrup wird von allen Gemeinden am längsten ohne Strom bleiben. Die 19.000 Einwohnerstadt ist über Nacht deutschlandweit bekannt. Die am ärgsten in Mitleidenschaft gezogene Stadt war Ochtrup. Mhm. Ochtrup im Münsterland. Die waren komplett von der Außenwelt abgeschnitten. Und für Ochtrup haben wir, und das kriegen Sie auf jeden Weihnachtsmarkt, entworfen die Ochtrup-Schneekugel. Natürlich mit 4 Tage ohne Strom abgeschnitten Schnee. Genau. Total dunkel. Ja, aber. Ich war damals einer der Autoren der Harald-Schmidt-Show. Und als ich das sah, habe ich mir gleich gedacht, das muss eigentlich dahin, wo es hingehört, nach Ochtrup ins Töpfereimuseum. Ich hatte eine Mission. Harald hat dann uns noch eine Botschaft mitgegeben für die Menschen in Ochtrup. Liebe Ochtrupper, vielen Dank für die vorbildliche Gelassenheit, mit der Sie das Schneechaos gemeistert haben. Deutschland war gestern, du bist Ochtrup. Herzlich, Harald Schmidt. Die ersten Nächte ohne Strom. 35 Streifenwagen sind im Kreis Steinfurt unterwegs. Denn ohne Strom auch keine Alarmanlagen. In Steinfurt wird ein Supermarkt aufgebrochen. Es kommt zu Einbrüchen und Plünderungen. Nehmt ein! PKW Golf. Das spricht sich ja schnell rum. Da ist kein Strom. Die Leute sind, haben ihre Häuser verlassen. Und dann hat man hier wirklich Verstärkung angefordert von Seiten der Polizei und ist hier Streife gefallen. Die zweite Winternacht in Nordrhein-Westfalen und noch immer sind 120.000 Menschen ohne Strom. Kein Licht, kein warmes Wasser und häufig keine Heizung. Die Kälte zieht in die Häuser. Bald sind es nur noch wenige Grad über Null. Man ging abends eiskalt oben ins eiskalte Bett, ins eiskalte Schlafzimmer. Es war überall kalt und je länger das dauerte, umso kälter wurde's ja. Die Abhängigkeit von der künstlichen Energie wird mit jedem Tag deutlicher. Und wenn der Strom ausfällt und ich kann nicht aus diesem Unwetter heraus in mein eigenes Heim, wo alles normal ist, wo es warm ist, wo alles passt, sondern plötzlich ist der Strom weg, plötzlich ist es kalt, plötzlich habe ich gefühlt den Eindruck, ich bin draußen, dann ist Chaos da und dann ist diese Empfindung da. Man hat auf diesen Moment gewartet, dass es wieder Bäng macht und unser Strom ist wieder da. Man hatte ja keine Ahnung. Man ist ja wirklich ahnungslos von einem Tag in den anderen reingegangen. Und sonntags, wie gesagt, war die Stimmung dann auch schon bedrückter.
Gerade in modernen Siedlungen geht nichts ohne Elektrizität. Familie Diekmann in Steinfurt erinnert sich an die alte Feuerstelle im Keller. Wir haben Steine übereinander geschichtet, 4 oder 5 Steine. Und an dem Bräter von meiner Schwiegermutter. Ich habe zu meinem Mann gesagt, irgendwo ist er noch. Ja, und er wusste, wo der war. Und er ist ganz aus Eisen und hat ihm diese Griffe. Und dann konnten wir den da reinhängen. Und dann waren die Nachbarn, die waren gegenüber auch am Schneeschippen. Dann habe ich mal gefragt, ob sie wohl Kaffee haben möchten. Ja, gern. Und der Mann, der legte ganz besonderen Wert darauf, dass er für seine Wärmflasche heißes Wasser bekommen könnte. Er war zu Tränen gerührt und der Mann, der sagte einmal, du bist der Engel vom Fleigenweg. Zusammenrücken, Nachbarschaftshilfe, Unterstützung. Das wird ein bleibender Eindruck nach dem Schneechaos. Das heißt also, Nachbarn, die sich sonst nicht umeinander gekümmert haben, haben geguckt, wo wohnen alte Leute, die teilweise auch wirklich dann keine Angehörigen hier hatten, sind da hingegangen, haben geklingelt, haben geguckt, kriegen wir die ins Warme. Und die Leute sind angefangen, halt eben Nachbarschaftshilfe wieder zu organisieren. Das war auch eins der wärmsten Gefühle, die ich damals hatte, dass halt eben doch im Falle eines Falles dieses Menschliche doch funktioniert. In vielen Haushalten werden die Vorräte knapp. Ein Supermarkt in Steinfurt öffnet am Sonntag. Verkauf im Dunkeln durch die Seitentür. Die elektrischen Türen und Kassen funktionieren nicht. Wir waren dann 12 Leute hier und haben dann so mit den einzelnen Leuten sind wir in den Laden gegangen. Die haben uns gesagt, was sie brauchten. Wir wussten, wo die Sachen zu finden sind. Also haben wir das dann genommen, haben die Preise aufgeschrieben und sind dann mit denen zur Kasse. An der Kasse standen dann andere, die haben das dann aufgerechnet und mit denen kassiert. Es ist ja ein Chaos gewesen, was nicht vorhersehbar war. Das war für uns selbstverständlich, dass wir helfen. Die Gewerkschaft protestiert, will die Sonntagsarbeit noch verhindern. Ich hätte es nicht für gut gefunden, wenn wir es nicht gemacht hätten. Ne? Wir haben ja alle in dieser Situation gesteckt, aber ich wäre froh gewesen, wenn man mir irgendwie geholfen hätte, ohne dass irgendjemand da irgendwas dran zu meckern hat. Ne? Es ist der 1. Advent. Gottesdienst in der Lamberti-Kirche in Ochtrup. Beleuchtet nur von Kerzen. Durch Kerzenlicht ist einfach immer eine andere Stimmung in der Kirche. Aber es war nicht so, dass das bedrückend war. Während des Gottesdienstes dann. Ich saß hier neben dem Priestersitz und sah in einer Lampe etwas aufblitzen. Dann bin ich in die Sakristei gegangen und habe das Licht eingeschaltet. Und es ging an. Da sang gerade Herr Lischig, unser Kirchenmusiker, das Halleluja vor dem Evangelium. Und sagte mir dann nachher, habe ich das nicht toll gemacht? Bei dem Halleluja kam das Licht wieder. Es ist Notstrom. Am Sonntag treffen die ersten von 700 Aggregaten aus ganz Deutschland im Münsterland ein. Einige Leute haben das dann gar nicht mehr gemerkt, dass es Notstrom war. Die dachten, Ochtrup sei wieder am Netz. Und wir hatten dann das Problem, dass am Montagmorgen die Notstromversorgung zusammenzubrechen drohte, weil die Bürger dachten, der Strom ist wieder da. Und dann ging die Weihnachtsbeleuchtung wieder an. Die Ersten haben wieder angefangen, ihre Weihnachtsplätzchen zu backen. Und wir mussten dann über unser Lokalradio sehr, sehr schnell die Meldung absetzen, bitte nur den Strom verbrauchen, der absolut erforderlich ist. Ich habe dann damals ganz plastisch gesagt, das Fläschchen fürs Baby, das könnt ihr warm machen, aber bitte nicht die Weihnachtsplätzchen backen. Tatsächlich haben schon am Montag, 2 Tage nach der Sturmnacht, viele Gemeinden wieder richtigen Strom. Andere müssen sich weiter mit Notstrom behelfen. Trotzdem brennen schon wieder die Lichter in Geschäften und Schaufenstern. Das fand ich relativ gedankenlos. Die ganzen Teile haben gar keinen Strom. Und da wird Weihnachtsbeleuchtung, das war ja alles nur provisorisch verlegt. Und trotzdem wird da in dem Moment alles dran angeklemmt, was anzuklemmen ist. Und da kriegt man dann schon Wut, einfach auch eine allgemeine Wut. Am 5. Tag ohne Strom kippt nun auch langsam die Stimmung. Jetzt sind die stromlosen Bürger in Ochtrup genervt bis sauer.
Die einzige Hochspannungsleitung zu der Stadt kann nur sehr aufwendig repariert werden. Die Enttäuschung, die kommt jetzt durch, gerade heute. Ne? Worüber sind die enttäuscht? Ja, dass wir so zu allerletzt was kriegen. Ne? Da haben sie Strom, da haben sie Strom, da haben sie Strom. Ne? Und jedes Mal lauert man und denkt, jetzt sind wir dabei und dann sind wir wieder nicht dabei. Dann haben sie uns versprochen, gestern Abend spätestens, ganz sicher heute Morgen, und ist immer noch nichts passiert. Erst am sechsten Tag ist die Leitung repariert. Die Trasse quer über die Autobahn steht wieder. Es ist Mittwoch. Der Energieversorger RWE hat den Zeitplan eingehalten. Dank Verstärkung aus ganz Deutschland. Nach und nach werden die Haushalte wieder aufgeschaltet. Der längste Stromausfall in der deutschen Geschichte ist beendet. Dass Ochtrup am Mittwoch wieder am Netz war, das war das eine. Dass bei all dem keinem was passiert ist, das halte ich fast für ein Wunder. Weil das war wirklich schwer und das war nicht mehr zu bestimmen. 250.000 Münsterländer haben das Schneechaos und die größte Energiekrise der Bundesrepublik überstanden. Wenn es geschneit hat, kamen auf jeden Fall die Gedanken. Und im November, am 25. November, denkt man auch immer dran. Vergessen werden wir das nie. Schneechaos-Mythen werden geboren. Nach 9 Monaten. RWE zahlt 400 Schneebabys eine Prämie von 300 Euro. In Wirklichkeit sind die Geburtenzahlen aber nicht höher als sonst. Und Babyprämien reichen den Münsterländern nicht. Bei Schäden in Höhe von 100 Millionen Euro. Der Stromkonzern RWE verweist auf höhere Gewalt. 2005 gab es sehr nassen Schnee, bei Wind bis Stärke 8. Aber laut Abschlussbericht der Bundesnetzagentur war nicht das Wetter alleine schuld. Viele Masten waren teilweise aus brüchigem Thomasstahl. RWE hatte saniert, aber wohl nicht schnell genug. Die neuen Masten werden dicker gebaut. Aber auch die aktuellen Bauvorschriften sehen einen so starken Sturm nicht vor. Und in ganz Deutschland sind immer noch viele Masten ähnlich gebaut wie 2005 im Münsterland. Man wird schon bewusster einfach. Es ist selbstverständlich, dass Essen da ist, dass Wasser da ist, dass es warm ist, dass man mobil ist. Man nimmt das alles wie selbstverständlich, dass man informiert wird. Und wenn auf einmal alles nicht mehr da ist, dann merkt man erst, woran man sich so gewöhnt hat und was man für selbstverständlich nimmt. Eine Sturmnacht und ihre langen Folgen in der stärksten Industrienation Europas. Emotional macht er natürlich auch mit einem was. Sie legen sich nicht ins Bett und schlafen 5 Minuten später ein. Das ist nicht so. Aber ich denke, es geht auch aus dem Kopf nicht wieder raus, weil einen solchen großen Einsatz haben wir in über unserer 100-jährigen Geschichte der Feuerwehr noch nicht erlebt, der eben halt so lange und so intensiv gefordert hat wie dieses Schneechaos 2005.